Nächsten Aufnahme. Mal schauen, wir haben ja wieder viel geschafft. Stell mich da schon mal ein Haus hin? Oder verglase ich jetzt noch mal schnell? Lass mich überlegen. Mache ich das jetzt noch mal eben? Das Fenster überall einsetze? Ist das Glas denn fertig? Das Glas ist auch noch nicht fertig. Machen wir die F. Tun wir nochmal zu. Ja. Ein bisschen unentschlossen jetzt. Zack. Und zack. Ein Bauklotz über. Gar nicht. Baumaterial kommen wir hier rein. So, zack. Okay, also was ich ja noch machen wollte, ich wollte mir ja hier Pflastersteintreppen bauen, die ich dann als rustikale Dachabdeckung nehme. So, zack. Wir haben relativ viel, das Dach ist groß. Ach, hier haben wir noch einen hier. Da geht ja noch was, so. Ja, ist halt ein bisschen langweilig. Tut mir ja auch sehr leid. So. Weiß auch nicht, wie was wir in der Zukunft unternehmen. Ob wir noch ein bisschen mal auf Wanderschaft gehen, gegen der Kunden. Alles möglich. Aber erstmal will ich hier mein Home Sweet Home fertig haben. Ne? Ich verstehe das, hoffentlich. So. Achso, jetzt mal können wir hier Fenster einsetzen. So, schon mal was. Fenster einsetzen. So, da haben wir das. Ich bin etwas sehr wortkarg. Ich habe jetzt auch nicht so viel zu erzählen. Die PlayStation 4, das war jetzt so. Das hatte ich ja aber schon in einem Spezialvideo angekündigt. Mich interessiert halt die Performance. Wir haben ja nur die Gerüchte jetzt, wie das Ding ausgestattet ist. Aber wie es denn wirklich ausgestattet ist, wissen wir nicht. Ich staune so ein bisschen, dass sie AMD-Prozessor. Wo bin ich jetzt? Also, genommen haben. Weil die ja, glaube ich, so leistungstechnisch doch den Intel hinterherhinken, oder? Verbessert, wenn ihr das, wenn ich da falsch liege, oder? So, die letzte Information war, dass die Intel-Prozessoren besser als die AMD-Prozessoren waren. So. Lasse ich das so mit kleinen Fenstern? Ja. Das muss dann hier so. Weil es ja auch nicht so richtig Räumlichkeiten sind. Räumlichkeiten sind ja hier. Die man nutzen kann. Ja, auch ein Fenster drin, das ist klar. Okay, da haben wir die Fenster drin, das ist schon mal ganz gut. Jetzt könnte ich aber auch ein bisschen mit dem Dach anfangen, oder? Ganz vorsichtig, ganz leise. Wenn wir überhaupt hochkommen hier, so hopp. Hui. Hoch ist das, hoch hinaus. Ja, so, pass auf, dann bauen wir das Dach. Das muss ja dann hier... das war nicht ganz richtig. Wieder falsch angesetzt oder was? Ich muss ja unten hinziehen. Ne? Ja, so. Zack. Zack. Und los geht's jetzt eigentlich. Einfach nur drauf losbauen. Da sich die Stufen ja automatisch miteinander. So oben bleiben. Miteinander verbinden. Das ist dann auch nicht mehr so schwierig, um die Ecke zu bauen. Weil ja dieses Dach ja nicht ganz einfach nur viereckig ist, sondern hier diesen Vorbau hat und so. Ich denke mal, das lässt sich. Wunderbar mit dieser neuen Funktion der Treppen, die ja lösen. Ja. Huch, so. Und dann hier, siehst du, zack, das ist schon mal gut, ne? So. Und dann hier hin. Und dann geht es da weiter. So weit zurück. So. Wieder hoch. Ja, das Tja. Na, weg damit. Oh, hab ich wieder eingesammelt gekriegt, das ist gut. Ne, geht nicht, ich muss hoch. Aha. So. Oh, die Musik ist aus.
Ich fand mich auch von herrlich still. Meine Musik war ja nicht schlecht, aber die war auch sehr laut. So, ist schön still jetzt, ne? Überlegen, ob ich hier oben noch einen Balkon einbaue. Aber das sind so Feinheiten, das kann man ja dann drüber nachdenken, wenn es dann soweit ist. Ich muss hier wieder hoch. So. Oh, es ist, ihr müsst euch ja zu Tode langweilen. Da bleibt ja leider nicht aus, was gebaut werden. Ich will mein Haus fertig haben. Und ich wollte ja nicht so einfach ein kleines Wohnklo haben. Ich wollte schon ein vernünftiges Häuschen haben. Ne? Übrigens ja trotzdem relativ klein ist. Ne? Ich meine, viele Zimmer will ich ja nicht haben. Ja, ja auch nur zwei, drei Zimmer sein. Ja, dann, wie gesagt, eine Küche. Und dann muss man sowas Ähnliches wie ein Bad noch bauen. So ein bisschen Sinnhaftigkeit in der Inneneinrichtung besteht. Ne? So. Okay, und dann, ja. Wenn wir dann fertig sind und das auch so ein bisschen eingerichtet ist, hübsch gemacht worden. Weiß nicht, ob wir dann erstmal ein bisschen auf Wanderschaft gehen. Das weiß ich noch nicht so genau. Das wäre aber durchaus eine Option, denke ich mal. Das ist ein bisschen einfacher, weil ich ja auf die Stufen rumlaufen kann hier. Huch. Stufen, Autostufe. So, da haben wir noch ein paar. Ich werde noch ein paar brauchen, glaube ich. Das wird nicht ganz reichen. Ja, juhu. Ja, der muss weg. Ganz ehrlich bleiben. So. Überlegen, ob ich an den Ecken Holzstufen hinsetze, wie das so aussieht. Ach, hier habe ich jetzt ein Problem. Weil ich ja hier da keinen Platz habe, muss ich hier so machen. So. Geht aber. Geht alles. So. Bin ja nicht unflexibel. Warum sind die in mein Haus rum hier? Naja, da bin ich nicht so. Die haben mich auch in ihr Haus schlafen lassen. Da kann ich auch nicht kleinlich sein, wenn die sich hier in mein Haus rumtreiben. Das dürfen sie nicht. Dürfen auch gerne ein bisschen neidisch sein. Dass ich so ein schönes Haus habe und die mal nicht. So, nein, deren Häuser werde ich auch noch langsam schöner machen, dass es auch ein bisschen sinnvoll eingerichtet ist. Dass die Dinger nicht so einfach nur aus Mauer und Dach bestehen, sondern auch eine Innenrichtung haben. Die von den NPCs, die Häuser. So. Ja. Sieht ja schon ganz gebrauchbar aus, denke ich. Wo komme ich denn hier runter wieder? Ich komme hier nicht runter. Wie viele Steine habe ich denn noch? Treppen. Ist nicht mehr viel, nicht mehr so viel. So, ich muss mal hier wieder einen ansetzen, dann kann ich hier weitermachen. So, ich wollte eigentlich längst aufhören, weil zum einen ist die Musik zu Ende, die übrigens hier auch nochmal neu durchtauschen muss. Und zum anderen. Huch, so. Naja, den Vorteil, dass ich jetzt von YouTube keine Beschwerden bekomme wegen Urheberrechtsverletzungen, hast du gesehen. Ja, so, weil die Musik bleibt ja aus. Nicht nur meine doofe Stimme, die ihr dann hört, und die Trampelgeräusche im Spiel. Ja. So. Mann, mein Haus ist bald höher als die Kirche. Ja. So. Zack. So, jetzt weiß ich auch gar nicht, ob ich das wirklich bis zur äußersten Spitze treibe oder vorher aufhöre. Ich mach mal ein bisschen weiter. Noch macht es mir Spaß, hier Treppe an Treppe zu setzen. Mann, das, ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn ich von Weitem angucke. Das ist immer so das Wichtigste, wie sieht es von Weitem dann am Ende aus. Ja, huch, so. Ach, Quatsch. Oder? Ja, ist richtig, doch richtig. Da kommt dann der Aha-Effekt, ne? Oder, oh, scheiße. Das wird sich ja dann rausstellen. Wie es aussieht, kann ich dann noch locker oben im Dach eine Vorratslager bauen oder zusätzliche Räume, wie auch immer, für was immer, für Gäste vielleicht oder so, ein Gästezimmer. Da weiß ich noch gar nicht so genau. Jetzt wird es schwierig.
weil hier Ende ist. So. Dann müsste ich dort. Also habe ich. Hab ich. Ups. So. Muss ich das so setzen und. Puh, wird gar nicht so einfach. Wie mache ich denn das? Das sieht ja nicht so aus, ne? Von Weitem, würde ich sagen. Also das lassen wir mal weg hier. Das sieht scheiße aus. Weg. Noch aus. Nein, hier noch aus. Ach, bin mir gefallen. Ich stecke so ein kleines Dilemma. Erstmal hier einfach nur so. Ja, juhu. Einfach nur so zu. Ich habe noch keine wirkliche Idee jetzt hier fürs Dach. Na, weil wir hier doch wirklich irgendwie. Da geht irgendwie nichts. Wird schon dunkel wieder. Ich muss hier runter irgendwie. Hopp. Tack, 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 tack. Und schwupp. Na, passt. Ja, dann gute Nacht, Freunde, und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Und dann heißt das wieder Let's Play Minecraft mit Steiner LP. Ja, und dann bauen wir lustig weiter an unserem hübschen Dach. Und draußen, gute Nacht.